Heute 15 Uhr, der dritte Schlag ist es, der sitzt. Und Eislebens Bürgermeister Carsten Staub ist erleichtert. Ich wünsche uns allen eine gute, eine schöne, eine friedvolle Wiese. Bedanke mich bei den Einsatzkräften, die uns ein sicheres Gefühl hier geben auf dem Eisleber Wiesenmarkt. Was vor mehr als 500 Jahren als Ochsenmarkt begann und sich später zum Rummel weitete, ist heute das größte Volksfest in ganz Mitteldeutschland. 4 Tage dauert es. 350 Schausteller und Händler aus ganz Deutschland haben dazu Aufstellung genommen. Jede Menge Arbeit für Marktmeister Siegmund Michalski. Ich wache auf mit der Wiese und schlafe auch mit der Wiese ein. Ja, also man ist ständig mit dem Kopf dabei. Also heute zum Beispiel, ich denke mal nicht, dass ich vor um 9 Uhr zu Hause bin. Ja, und früh um 8 Uhr fange ich eigentlich an. Ja. Seit mehr als 40 Jahren macht er das nun schon. Und auch manch Schausteller ist bereits Teil der Tradition des Wiesenmarktes. Also meine Großeltern waren halt schon hier und Herr Michalski kennen wir auch schon länger. Und da sind wir eigentlich ganz glücklich, dass wir hier sein können. Das ist wirklich ein Highlight im Jahr. Es ist eine tolle Kirmes, es ist eine große Kirmes. Eine der größten, die wir mitmachen. Es gibt wenig so große Veranstaltungen. Und natürlich auch vom Flair, vom Publikum her, klasse. Ja, Eisleben ist immer was Besonderes. Und zu Hause ist natürlich am schönsten hier in der Region. Wir kennen die Veranstaltung gut und da kommt man gerne her. 500.000 Besucher werden bei der Eisleberwiese erwartet. Und wer es an diesem Wochenende nicht schafft, am nächsten gibt es auch wieder die kleine Wiese.